Lang. Länger. Am längsten. Schlange stehen morgens um 8 in Stuttgart. Der rote Teppich ausgerollt. Seit wann warten Sie denn? 40 Minuten. Kurz vor 3. Okay. 0 Uhr. Übernachten vor dem Laden. Für den besten Platz und eine Dubai-Schokolade nehmen Sie hier einiges in Kauf. Ich habe hier eine Decke, dann noch einen Stuhl, ein Sitzkissen und noch eine Tasche mit noch ein bisschen Trinken und so drin. Ich habe Bock auf die Schokolade und will es einfach nicht verpassen. Ach, für mich ist es gar nicht der Trend, das liegt wirklich nur an der Pistazie eigentlich, ja. Sehr extra für meine Frau bin ich jetzt extra hergekommen, um eine zu ergattern, sage ich jetzt mal. Ja. Die Hoffnung bei den rund 200 Menschen in der Schlange ist noch groß, auch wenn sie ganz hinten stehen. Hab extra Urlaub genommen für heute, bisschen spät losgefahren. Das ist vor allem für Sie, für Dirty, unser Schaf. Für die stelle ich mich an, sonst wäre ich nicht so früh aufgestanden, weil ich heute Urlaub habe. Aber ich gehe davon aus, dass wir noch was kriegen. Also so wie ich jetzt gehört habe von meiner Frau, sollen sie anscheinend bis zu 1000 Schokoladen geben. Ich denke mal, so wie ich jetzt gezählt habe, eventuell könnte es vielleicht noch reichen. Ja. Seine Chancen stehen schlecht. Denn heute wird es in diesem Laden in Stuttgart nur 100 Exemplare der begehrten Dubai-Schokolade geben. Exklusiv, handgefertigt und nummeriert. Vollmilchschokolade, Pistazienmark, geröstete Sesamkerne und sogenanntes Engelshaar. Seit Monaten die gefragteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Knapp 15 Euro für 150 Gramm. Nicht jeder kann sich für diesen Trend begeistern. Furchtbar teure Schokolade, die auch nur süß ist. Wir verstehen den Hype nicht, aber wahrscheinlich verstehen die es besser als wir. Es gibt so viele andere Sachen, wichtige Dinge im Leben und das ist einfach nur eine Dubai-Schokolade. Ich bin entsetzt, weil ich wollte gerade einkaufen gehen. Wie bescheuert muss man sein, um für eine Tafel Schokolade in so eine Schlange zu stehen? Dann ist es soweit. 10 Uhr, Leon hat sein Ziel erreicht. Hiermit überreiche ich Ihnen die allererste Tafel für Stuttgart, die Nummer 501. Ein tolles Gefühl, nach so lange warten, seit 0 Uhr. Ich werde die Schokolade jetzt mit nach Hause nehmen und mit meinen Opa und Oma teilen und essen. Nur 1000 Dubai-Schokoladen dieses Herstellers gibt es deutschlandweit zu kaufen. Eine davon in den Händen halten, für viele hier ein besonderer Moment, der festgehalten wird. Ja, sie erstmal aufheben und dann mit meinem Bruder essen. Genau. Und ich will auf jeden Fall die Schokolade mit meiner Community auf TikTok probieren. Entweder an meinen Bruder geben, weil der wird es unbedingt haben. Oder halt irgendwie auf Internet zu verkaufen. Im Netz wird die Dubai-Schokolade nämlich hoch gehandelt und vor der Tür schon die ersten Geschäfte gemacht. Ich bin glücklicher Erwerber der Dubai-Schokolade. Ich habe jetzt 100 Euro dafür bezahlt, für eine Schokolade, die nur mal 15 Euro kostet. Danke, dass du mir die so günstig verkauft hast. Was machst du jetzt damit? Essen. Auf TikTok? Auf TikTok, ja. Knapp 2 Stunden später sind alle Tafeln weg. Nicht nur Schaf Dörte geht leer aus. Das sind wir natürlich ein bisschen traurig, aber Dörte ist Vollprofi und sie hat jetzt überlegt, ob sie nicht nach Dubai fliegt und dort einfach direkt welche kauft. Sie guckt schon nach Flügen und das ist die bessere Wahl. Das ist auch wärmer als hier. Ach ja, wie schmeckt sie denn nun eigentlich, die Dubai-Schokolade? Also zart, auf jeden Fall. Knusprig, lecker, saftig und wirklich, keine Worte, mega gut.